So, da bin ich wieder zurück im Feuertempel bei Secret of Mana im Hard Mode. Ich habe mir erlaubt, den Tempel einfach offscreen nochmal durchzumachen, denn ich wollte euch das erneute Versagen meines Charakters ersparen. Deswegen bin ich hier wieder direkt vor dem Eingang zum Minotaurus. Und diesmal wollen wir uns nach der grandiosen Demütigung, die dann doch für ein Entsetzen bei mir sorgte, rächen. Und diesmal geht's der Kuh an die Hörner. Schauen wir mal, ob wir diesmal etwas besser vorankommen. So, Fee fängt direkt an mit einem Blitzschlag vom Allerfeinsten. Zack. Und ich nehme mir. Ne, nicht die Klaue. Das könnte gegen den ungesund werden. So. Und das war der erste Streich. Wir nutzen jegliche Magiepunkte aus. Mit dem Zauber, mit dem Kraftzug. Der, ja. Ein Schadenspunkt ist ein Schadenspunkt. So. Faye bekommt die Walnuss. Und ich. Faye bekommt vor allem auch den blöden Schlammbombenzauber dieses Kollegen ab. Und mit dem. Ich treffe ihn ja mit dem Speer überhaupt nicht. Dann nehme ich den Bogen. Warum hat eigentlich Lilly die Peitsche? Ach so. Ich vergaß. Ich hatte ja den ganzen Tempel mit Lilly durchgespielt, da die anderen beiden sich frühzeitig verabschiedet haben. Deswegen wieder tauschen. So, wer bekommt die Schlammbombe ab? Das dürfte Faye nicht sonderlich treffen, denn sie ist gerade am Zaubern. Jawohl. Gekonnt ausgewichen. So, eine mitgeben. So, weiter geht's. Und immer weiter Blitzschläge drauf auf die fette Kuh. So, drauf. Gib alles, Faye. Und den Orkanschub hinterher. Da warten wir kurz. Zack. Jetzt dürften die Magiepunkte verbraucht sein. Jawohl. Nee. Jetzt sind sie verbraucht. Jawohl. Wobei das wahrscheinlich keinen Unterschied gemacht hätte. Faye bekommt eine Walnuss. Die Walnuss ist mir für diesen Kampf allemal wert. Ein Analysezauber auf diesen netten Herrn. 800 HP und diesmal lasse ich mich von dir nicht verarschen, Junge. Wir umgehen ihn. Ja. Doch. Und da bin ich schon wieder direkt vor dem Eingang zum Minotaurus. Das letzte Mal hat er mich ja auch wieder mal erwischt, obwohl ich mich jedes Mal dazu ermahne, ja, ihm nicht zu sehr auf die Pelle zu rücken. Aber es bringt gar nichts, denn jedes Mal erwischt er mich wieder. So, habe ich irgendwas, was außer dem Kraftzug noch Schaden macht? Rätselaura, die wird gegen den nicht viel bringen. Ich mache einfach mal den Efeumantel auf ihn, auch wenn es überhaupt nichts bringen wird. Ich will wieder die Peitsche haben und Lilly möchte den Bogen. So, Dankeschön. Und wir brauchen für Faye eine Walnuss. Jawohl. Wir umgehen ihn. Faye, komm bitte hierher. Jawohl, genau da möchte ich dich haben. Möglichst weit weg von der fiesen fetten Kuh. Ich gebe ihm eine mit. Sehr schön. Und jetzt wird gezaubert, bis der Ass kommt. Oh, 38. Ich bin schwerst überzeugt davon. 42. Oh Mann. Wir haben noch 8 Mana-Punkte. Das sind 5 für den. Und er spastet sich rum. Lilly, bitte einmal Analyse. Wir müssen Faye aus der Schusslinie bringen. Und ihr auch gleichzeitig wieder einem anderes verpassen. Sehr schön. Junge, diesmal bist du dran. Diesmal bist du dran. Ich schwör's dir, diesmal bist du dran. 3000 Erfahrung gibt er übrigens. Ich mach dich so weg. Und wenn ich dich auf der Stelle halten muss mit den Zaubern,
bist du um Gnade windelst, du miese Kuh. Aber das dürfte es jetzt auch gleich gewesen sein. Der nächste Arkanschub sollte ihn töten. Wenn ich mich nicht komplett verschätzt habe. Doch, habe ich. Okay. Habe ich noch Lebenswasser? Für Faye, dankeschön. Und ich hasse diesen Ansturm, der irgendwie noch schneller ist als... auf Faye. Ja, mach du mal. Die Peitsche hat halt doch eine recht große Reichweite. Und er ist außer Reichweite. Oh Mann, du Arsch. Habe ich noch ein Lebenswasser? Oh, ganz schlechte Situation. So, Faye, gib ihm den Rest. Mach die Kuh alle. Denn das muss es gewesen sein. Nein, das war es immer noch nicht. Aber jetzt. Jetzt aber. Stirb doch endlich. Stirb, du miese Kuh. Ja, caste, wie du willst. Das ist dein Ende. Heute gibt's Steak. Verdammte Kuh. Manometer, Manometer, Manometer. Das war ein Kampf. Ja, im Prinzip muss ich sagen, hätte der Kampf ja auch schon viel früher gewonnen werden können. Speerorb, sehr schön, gefällt mir. Ich mag den Speer. Der Kampf hätte viel früher gewonnen werden können, wenn ich mich nicht angestellt hätte wie der letzte Idiot und ihm direkt in die Hörner lauf. So, die Story geht weiter. Der Samen ist da oben. Wir müssen ihn mit dem Schwert berühren. Okay, ich habe die Peitsche ausgerüstet. Egal, funktioniert trotzdem. Ach, endlich einen neuen Mana-Samen. Kraft des Samens erhalten. Unspektakulär. Ich dachte, hier passiert jetzt noch irgendwas. Aber jetzt müssen wir wohl einfach wieder zurück. Ich habe keinen Bock. Oh, Tau funktioniert hier nicht. Und ich habe mein Glas umgestürzt. Auch nicht schlecht. So, Tau funktioniert hier nicht. Warum? Warum funktioniert das Tau hier nicht? Doch, jetzt hier funktioniert es. Sehr schön. Und wir sind wieder am Anfang des Feuertempels. Und müssen jetzt zurück nach El Sandala. Wo wir die frohe Kunde verbreiten können. Und alle Gegner sind hier weg. Das ist schön. Freut mich. Dass wir den Mana-Samen des, des Feuers gerettet haben und versiegelt. Drei hätten wir damit. Oder drei? Feuer. Ja. Feuer, Feuer, Wasser, Erde. Das. Ah, Luft. Wir haben sogar schon vier. Wir haben sogar schon vier. Ich habe Luft vergessen. Das ist doch toll. Und immer noch diese traurige Musik. Aber erstmal zum Händler. Unsere Vorräte wieder aufstocken. Der Kampf war ja doch sehr zehrend. Oh, wir haben aber keine Schokolade gebraucht. Aber Walnüsse. Wie viel haben wir denn genutzt? Drei Stück. Jawohl. Lebenswasser auch drei Stück. So. Ne, wir haben sogar alle verbraucht. Ne, verkaufen. Ich gehe auf Nummer sicher und mache hier direkt ein Speicherlein. Denn ich habe keinen Bock, die Kuh schon wieder besiegen zu müssen. Denn die hat mich dann doch etwas Nerven gekostet. Weniger die Kuh selbst, die mir dann doch den ein oder anderen Lacher bereitet hat mit ihren, ja, Horn-Actions. Aber der Tempel, ich habe die Schnauze so voll von diesem Tempel. Gibt's eigentlich irgendeinen Tempel in diesem Spiel, der keine absolut widerwärtigen Gegner in sich trägt? Wenn ich nämlich nochmal irgendwelche Blobs oder Karate-Al-Qaida-Wölfe sehen muss, kriege ich das große Kotzen? Hat der Prinz jetzt eigentlich irgendwas Neues zu sagen? Hey, Wackelprinz, du hast den Mana-Samen des Feuers zurückgebracht? Vielen Dank! Leider haben wir noch immer kein Wasser. Hm, super. Der Mana-Samen ist wieder da. Aber Wasser haben wir trotzdem nicht. Hm. Wenn wir bloß so ein Dingelchen hätten. Hilf uns, sonst sind wir erledigt. Bitte! Okay. Ich verdurste, ja, immer noch das Gleiche. Wir müssen zu Bertie. Bertie, 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 wir haben neue Orbs. Ich werde von hier fortgehen. Es ist viel zu heiß.
Ja, im Schneedorf ist dir zu kalt, hier ist dir zu heiß. Ganz schöne Diva, dieser Bertie. Ah, ein neuer Speer. Die Gasabhut, das klingt gut. Dann kann ich die. Kann ich bestimmt auch die Axt jetzt aufrüsten. Die Lanze meine ich. Denn jetzt habe ich. Oh, der Bogen. Metallbogen. Stimmt, den hatte ich letztes Mal vergessen. Wir können jetzt die Lanze aufrüsten, da die Gasharpune ebenfalls einen lähmenden Effekt auf die Gegner hat. Und wenn wir lähmen müssen, nehmen wir einfach den Speer. So, jetzt gucken wir mal. Ich habe die Schuppenaxt. Effektiv gegen Pflanzen und Fische. Die Echsenlanze. Effektiv gegen Schleim und Echsen. Das war naheliegend. Metallbogen verwirrt die Gegner. Auch schön, gefällt mir. Lähmt die Gegner, so wie die Gaslanze zuvor. So, gucken wir auf unser Befinden. Wir haben 4 Mana-Kräfte. Wasser, Erde, Luft und Feuer. Kontostand 8000 Goldmünzen. Wir haben Level 31 erreicht. Gespeichert haben wir auch. Aber jetzt wohin? Vielleicht kann uns das Kanoni-Reisebüro weiterhelfen. Ciao, Belli. Wo wollt ihr hin? Für 50 GM? Trüffeldorf, Weihnachtsinsel, Imperium. Imperium klingt gut. Wir haben auf der Weihnachtsinsel alles erledigt. Wir haben den Nikolaus befreit. Wir haben den Mana-Samen des Feuers wieder. Wenn ich recht überlege, sind wir hier eigentlich fertig. Ab ins Imperium. Mal was Neues sehen. Benehmt euch anständig im Imperium. Auf in die Kanone. Danke, lieber Kanoni-Bruder, für den Hinweis. Imperium, ich bin gespannt, was uns dort erwartet. Und mit dem Kanonenschlag ein kleiner Cut. Bis gleich. So, wir fliegen ins Imperium. Und landen wieder mal hart mitten auf einer weiteren Kanone. Zack. Oh, neue Musik, sehr schön. Und die Gegend hier gefällt mir schon. Schön grün, viele Bäume. Alles wieder nicht so trist wie die blöde Wüste. Auch wenn wir von der Wüste ehrlich gesagt nicht sonderlich viel gesehen haben. Oder diese blöde Eiswelt, die vor Hunden nur so strotzte. Und was haben wir denn hier? Ein Händler, sehr schön. Hallo, wer bist du denn? Hallo. Hier wohnen nur Verrückte, wie zum Beispiel diese Maria. Aha. Wer bist du? Was hast du zu sagen? Der Imperator hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Er bereitet sich auf einen Krieg vor und hat eine Monsterarmee im Schloss. Hm. Welches Schloss? Okay. Aber das Imperium scheinen die Bösen zu sein. Genauso wie es Victor gesagt hat und auch Markus. Maria trägt ständig diesen Schlüssel mit sich herum. Okay. Hallo? Hallo? Verschwinde hier. Wie nett. Egal. Wir gehen zum Händler, gucken, was der im Angebot hat. Denn neue Rüstung ist immer gut. So, Turbanmann. Eine Nacht 100 Goldmünzen. Wir übernachten erstmal. Der Flug war lang, die Landung hart. Da haben wir uns eine Nacht in netten, zivilisierten Betten doch wirklich verdient. Ah, schon viel besser. Warum haben diese Hotels eigentlich kein Klo? Man muss das nachts dann doch... Oh, da geht's hoch. Man muss das nachts dann doch manchmal austreten. Okay. Wieder der Turbanmann. Der ist auch überall. Wie kann ich euch helfen? Kaufen. Oh, neue Rüstung. Sehr schön. Juwelenweste können alle drei tragen. Goldweste. Alter, die kostet 6500 Goldmünzen. Was haben wir hier? Strickmütze. Nur die beiden Damen. Waschbärmütze. Alle drei. Und Silberkette. Und Dämonenring. Dämonenring können auch alle tragen. Also wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, Entschuldigung, dass wir für alle drei Herrschaften den Dämonenring kaufen werden. Ebenso die Juwelenweste. Und die beiden Damen erhalten eine neue Strickmütze. Der Held unseres Spiels, der wird wohl keinen neuen Hut bekommen. Die Waschbärmütze haben wir schon ausgerüstet. Kaufe ich hier jetzt schon was? Nee, ich warte mal ab. Ich warte mal ab, was mich hier erwartet. Ich hab's nicht so gern, wenn einer meiner Charaktere besser ausgerüstet ist als die anderen. Ich möchte immer alles auf einmal haben. Maria trägt ständig diesen Schlüssel mit sich herum. Welche Maria?
Gibt's hier noch mehr? Da geht noch was. Hier ist noch eine Mauer. Da, da ist noch jemand. Hallo, Zipfelmützenfrau. Südstadt ist ein klein wenig kleiner als Nordstadt. Sind wir hier in Südstadt? Wer bist du? Gehört ihr zu den Rebellen? Ich habe jetzt eine Ja-Nein-Frage vermisst. Und ach, der schöne Baum. Einfach drunter liegen, eine Runde chillen. Ach ja, es könnte so schön sein. Der Charakter ist neu. Der hat bestimmt was zu bedeuten. Hallo, dicker Mann. Entschuldigung, dicke Frau. Hey, ich weiß, wer ihr seid. Woher? Von Victor. Nee, die Stimme ist blöd. Ihr müsst wissen, ich bin eine Spionin aus Tasnika. Genau wie mein Mann, der jetzt leider in Gefangenschaft ist. Ihr wollt nach Nordstadt? Dann benutzt am besten den Tunnel der Rebellen im Osten von hier. Die Parole lautet 634. Für eine Spionin aus Tasnika ist sie dann doch sehr vertrauensselig, muss ich sagen. Kommen drei wildfremde Jugendliche an und sie sagt, ey, komm mal mit hier, Nordstadt, schön, super, Spion. Kombination. Und die Kombination brauche ich dann wohl hier. So, wie lautet die Parole? Was hat sie gesagt? 6, 3 und die 4. 6, 3, 4. Ausrufezeichen, rein mit euch. Aber sehr gerne, lieber Unbekannter, der uns hier in eine Höhle... Oh Gott, Fische. Hallo, 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 Jux. Erstmal. Was war nochmal effektiv gegen diese Fische? Die Schuppenaxt. Ja, hat ja super geklappt. Wir nehmen direkt mal die Gasharpune und setzen dem einen Ballon an den Kopf und dann die Axt. 129, mein lieber Herr Gesangsverein. Wer wird denn gleich? Mars-Piranha. Mars. Und es geht weiter. Schleichwerbung, immer willkommen. So, Blobs. Blobs, dankeschön. Die werden gekonnt ignoriert. Und was wirft der Fisch da um sich? Ich trau euch nicht. Ich hau euch erstmal allen Feuerhagel rein. So. Die Blobs. Hier, komm. Direkt noch einen hinterher. Ich trau dem Fisch nicht. Der macht mir ein bisschen Angst. Und die Blobs sind sowieso für die Katz. Schleim. Weg da. Och Mann, war das nötig? Aua. Wie dämlich. Mädels. Wir müssen hier irgendwie weg. Hallo, hallo. Komm. Viel zu hektisch. Und noch ein Schleim. Womit habe ich das verdient? Ich nehme die Echsenlanze. Die ist effektiv gegen Schleim und Echsen. Und wenn es mir hier zu bunt wird, dann packe ich einfach die großen Zauber aus. Und hau euch allen so dermaßen die... Nö. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte irgendwas Gemeines zu den Blobs sagen. Aber irgendwie habe ich es jetzt dann doch wieder vergessen. So, einmal zaubern. Und wir müssten ja so langsam mehr Mana-Gaft bekommen. Das heißt, wir müssten neue Zauber lernen. Nicht neue Zauber, neue Zauberstufen trainieren können. Aber das machen wir später und wenn, dann sowieso offscreen. Denn das ist dann doch irgendwie ein bisschen langweilig, immer einfach wieder zu dem gleichen Gegner zu laufen. Es gibt deutlich Spannenderes. Das möchte ich dann doch ersparen und in der Story vorankommen. Und jetzt ist aber genug hier. Genug gebloppt. Ach komm, Lilly. Zeig mal, was du kannst mit deinen Zaubern. Jo, so viel dazu. Flammenwand. Hallo. Das war ja gar nicht mal schlecht. Nochmal. Hallo? Hallo? Achso. Zack. Nochmal Flammenband. Jawohl. Genau so möchte ich das sehen. Und wir verabschieden uns. Und kommen weiter voran in dieser komischen Höhle. Und wir kommen angeblich nach Nordstadt hier. Die Axt ist effektiv gegen Fische. Mir aber gerade egal. Ich nehme jetzt einfach... Aber die Lanze macht... Die Lanze hat
Wie viel Attack Power? 63, die Axt auch 63 und ist effektiv gegen Fische. Macht aber genauso viel Schaden. Und wenn dann nur unwesentlich mehr. Also da hätte man sich dann doch ein bisschen mehr einfallen lassen können, um diese Effektivität ein bisschen besser darzustellen. Oh, oh, oh. Das sieht aber nach einer Engstelle aus, die mich das Leben kosten könnte. So, der Fisch ist platt. Dem Fisch hauen wir auch kräftig die Flossen voll. Da gibt's was auf die Flossen. Und Waffenlevel mit der Axt. Sehr schön, freut mich. Führe ich nachher mal vor. Karatefisch, nix hier. Wir gehen darum. Uhuhu. Wo ging's da unten hin? Das möchte ich jetzt dann doch wissen. Da ging's nirgendwo hin. Okay, also oben geht's weiter. Und da wartet direkt wieder so ein fieser Blob auf mich. Komm, gebt ihm meine mit, er ist verwirrt. Solange der Blob verwirrt ist, nutzen wir unsere Chance. Und ich bin wieder mal vereist. So, habe ich noch Magiepunkte für eine Flammenwand? Jawohl. Und Lilly hat, die kleine Fee hat bestimmt auch noch ein Zauberflager. Die werden weggebombt, die Jungs. Die Ente. Ente gut, alles gut. So, Blobs sind tot. Sehr schön. Lilly hat sich wieder mal verlaufen. Super. Hier geht's nirgends lang. Sehr schön. Oh! Wir sind da. Und epische Musik. Sarah, wer seid ihr? Spione des Imperiums? Sehen wir so aus? Man weiß ja nie. Herzlich willkommen im Rebellenhauptquartier. Okay. Ich bin Para, der Mana-Held. Ja. Bescheiden wie immer. Angeber, willst du sie damit etwa beeindrucken? Oh, ist da jemand eifersüchtig? La Fey hat genau den gleichen Gedanken. Eifersüchtig, hm? Quatsch! Ich liebe doch Hagen. Ja, ja. Hagen, klar. Hagen? Etwa den Hagen? Warum? Ein gewisser Hagen hat die Leute bei den Ruinen hypnotisiert. Wie in Pandoria? Aber Hagen ist doch... Vielleicht ist es ja ein anderer Hagen. Das solltet ihr nachprüfen. Ein dezenter Hinweis dafür, darauf, dass wir in die Ruinen gehen sollen, nehme ich an. Aber erstmal mit Sarah sprechen. Viel Glück. Wortkalk. Sarahs Vater hat diese Organisation ins Leben gerufen. Als er verhaftet wurde, hat Sarah die Führung der Rebellen übernommen. Sie ist erst 18 Jahre alt, aber eine tolle Frau. Hm, super, wer bist du? Der ganze Ärger begann vor 15 Jahren. Was war vor 15 Jahren? Vertraut Sarah! Ja, Sarah ist wohl hier der Übermensch. Wer bist du? Sarah musste zu schnell erwachsen werden. Ja. Okay. Was hast du zu sagen? Der Imperator hat sehr gefährliche Leibwächter. Assis, Malkus, Trax und Tantalus. Nehmt euch in Acht vor ihnen. Okay. Mach ich gern. Die Truppen des Imperators suchen nach uns. Okay, also hier sind wohl alles Rebellen. Ich frage mich, was diese Leute bei den Ruinen tun. Wieder ein dezenter Hinweis darauf, dass wir zur Ruine gehen sollen. Mit Kindern rede ich erst gar nicht. So, das Hauptquartier der Rebellen wird gut bewacht. Ja, anscheinend sehr gut. Drei Teenager marschieren einfach mal so rein. Hallo, liebe Teenager. Manchmal hört man Sarah nachts weinen. Sicher, dass das Weinen ist? Viele Männer hier. Oh, Ladies. Hallo, Schwester. Wir führten lange Zeit Krieg mit Tasnika. Was ist dieses Tasnika eigentlich? Schauen wir uns erstmal um. Hier sind wir anscheinend in Nordstadt. Der Hauptstadt des Imperiums. Unter dem Korallenriff im Süden ist etwas. Ja, der Preis für die nützlichste Infos geht an diesen Herrn mit dem netten Hut. Da ist er nochmal. Hat er genauso nützliche Informationen für mich? Arzt, ich nehme nur Privatpatienten. Du bist also ein Arschloch. Danke. Gut zu wissen, lieber Arzt. Und hier ist ein Hotel. Sehr schön. So. Eine Nacht kostet 120 Goldmünzen. Willst du bleiben? Sehr gerne, lieber Händler. Wir möchten uns hier breit machen, eine Nacht schlafen und dann werden wir hier einen kleinen Cut machen, diese Folge hiermit beenden, mit dieser schönen Nacht
in zivilisierten Betten. Wir haben wieder viel erlebt. Wir haben die mächtige Kuh im Feuertempel zerstört. Furios, möchte ich sagen. Ja, war wieder schön. Hat Spaß gemacht. Bis dahin, bleibt sauber. Liebe Grüße von eurem Para.